Freiburgs Erzbischof Burger spricht heute wohl vielen aus der Seele. Er sei erschüttert und fassungslos, sagte er nach der Vorstellung eines neuen Berichts über Missbrauchsfälle in seinem Bistum. 540 Kinder und Jugendliche werden darin als Opfer sexualisierter Gewalt genannt, 250 Priester sowie 33 Ordensleute als Täter. Die Gewalt sei durch Kirchenobere gedeckt und vertuscht worden, heißt es. In der Kritik steht auch der frühere Erzbischof Zollitsch. Raphael Hildebrand hat über 400 sexuelle Übergriffe erlebt, wie er erzählt, als Messdiener in Oberhammersbach bei Freiburg. Also man wird ein ganz anderer Mensch. Erstmal als Kind weiß man nicht, was mit einem geschieht. Ne? Man legt ein Doppelleben sich zu, ne? Man lebt in zwei Welten. Es sind Fälle wie seiner, die sie untersucht haben. Zwei Kriminologen und zwei Juristen haben exemplarisch 24 Fälle ausgesucht, 180 Personen befragt. Es ging vor allem darum, Strukturen im Erzbistum Freiburg offenzulegen. Wir haben nun wenig Lob zu verteilen. Während der Episkopate Dr. Seyer und Zollitsch gab es in der Tat Vertuschungen. Robert Zollitsch, Personalreferent unter Erzbischof Seyer, später selbst Erzbischof. Der Bericht belastet ihn schwer. Vertuschung, Ignoranz, Verstöße gegen das geltende Kirchenrecht. Zollitsch wird sich zu diesen Berichten nicht äußern. Der aktuelle Erzbischof Stefan Burger wird nicht belastet, zeigt sich aber selbstkritisch. Ja, der Zweifel an mir selbst, ob ich persönlich als Offizial und in der damaligen Unkenntnis der Fallzahlen nicht hätte nachfragen und darauf drängen müssen, grundlegend die Befolgung des geltenden Rechts einzufordern. Gegen Zollitsch seien kirchenrechtliche Schritte eingeleitet. Der Vatikan müsse die Konsequenzen der Vertuschung prüfen. Hildebrand hat die Vorstellung des Berichts verfolgt. Er hofft, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, ohne die Opfer zu vergessen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Hans-Michael Ehe von der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Mehr als 450 Betroffene. Wie will das Erzbistum Freiburg das denn aufarbeiten und wie will man Betroffene des Missbrauchs entschädigen? Wir haben ja die Situation, dass das Erzbistum Freiburg schon zum Beispiel Therapieangebote gemacht hat, dass das Erzbistum Freiburg auch schon dafür gesorgt hat, dass finanzielle Hilfen möglich sind. Das Erzbistum hat in den Jahren 2021, 2022 über 3 Millionen Euro an Betroffene bezahlt. Darunter das Besondere auch, was die Kirche in Deutschland anbelangt, hier im Erzbistum Freiburg gibt es auch Rentenbeträge für Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch durch Priester waren, zwischen 200 und 800 Euro. Also zumindest auch eine regelmäßige Hilfe für Menschen, die da betroffen waren. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Das andere ist, dass durch diesen aktuellen Bericht jetzt einfach klar gemacht wurde, die Betroffenen wurden noch mal, ja, eigentlich kann man sagen, zusätzlich missbraucht, indem eben Fälle von Missbrauch vertuscht wurden. Und dafür ist vor allen Dingen der ehemalige Erzbischof Robert Zollitsch verantwortlich, der auch vorher schon als Personalchef mit diesen Fällen betraut war und der sich nicht an Recht und Gesetz gehalten hat, also weder an das staatliche noch an das kirchliche Recht. Wie haben dann die Betroffenen von sexualisierter Gewalt auf den Bericht heute reagiert? Es gibt eine Erklärung der Betroffenen, wo sie noch mal deutlich machen, dass dieses System von Vertuschung natürlich dazu führt, dass Menschen auch heute noch, wenn sie diesen Bericht in die Hände bekommen oder wenn sie überhaupt Nachrichten auch darüber sehen, natürlich noch mal retraumatisiert werden, dass die Erinnerungen noch mal hochkommen an den eigentlichen Missbrauch. Deswegen ist das ein ganz schwieriger Tag heute und auch die Tage vorher und nachher waren, glaube ich, die Tage vorher waren und die Tage, die kommen, sind für Betroffene ganz schwierig. Und klar, aber zu wissen, dass da vertuscht wurde, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass ihnen Recht gegeben wird. Man muss einfach bedenken, dass über Jahrzehnte Betroffene überhaupt nicht befragt wurden, dass aus der Kirchenzentrale in Freiburg niemand versucht hat, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, dass ihre Aussagen, dass ihre Meldungen von sexuellem Missbrauch bagatellisiert wurden, dass man ihnen gesagt hat, sie würden lügen, dass man gesagt hat, das sei alles nicht wahr und dass man jetzt eben einen solchen Bericht hat, wo schwarz auf weiß drinsteht, dass Menschen vertuscht haben in der Kirchenzentrale,
ist natürlich auch eine gewisse Bestätigung für Betroffene. Und Erzbischof Burger hat ja heute eigene Fehler eingeräumt und die Betroffenen um Vergebung gebeten. Haben Sie denn mit den Betroffenen auch darüber sprechen können? Wie nehmen die das auf? Also man muss einfach dazu sagen, dass Erzbischof Burger, was die Betroffenen anbelangt, hier in Freiburg einen sehr guten Job macht. Ich habe mit Betroffenen ja mehrfach gesprochen und sie sagen alle, dass sie den Eindruck haben, dass der Erzbischof, der aktuelle Erzbischof, sehr wohl merkt, worum es eigentlich geht. Dass er merkt, wie das Leben von Menschen durch den Missbrauch zerstört wurde und dass ihm das ein echtes Anliegen ist, Menschen zu helfen. Er hat regelmäßige Sprechzeiten zum Beispiel für Betroffene freigehalten, sich in seinem Kalender, und hat wirklich sehr viele Gespräche geführt. Das ist ein ganz anderer Umgang als der Umgang, den sie mit dem Vorgänger Robert Zollitsch hatten, wo eben überhaupt kein Kontakt war und der auch jetzt noch Gespräche mit Betroffenen nicht führt. Also insofern macht Erzbischof Burger, der aktuelle Erzbischof, da einen sehr guten Job. Muss sein Vorgänger Zollitsch denn mit Konsequenzen rechnen und wenn ja, mit welchen? Das ist jetzt eben genau eine Frage, die geprüft wird. Der aktuelle Erzbischof Stefan Burger hat erklärt, man habe im Vatikan angefragt, welche Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Alterzbischof Zollitsch möglich sind. Also man könnte ja überlegen, ob er unter Umständen vom Vatikan sanktioniert wird und ihm verboten wird, in der Öffentlichkeit Gottesdienste zu feiern, dass man überlegt, ob er wie andere Erzbischöfe in der Gruft des Freiburger Münsters beerdigt wird oder ob man das lässt. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, da zu reagieren, aber das steht noch aus. Und es wird ja auch vermutet, dass die Dunkelziffer noch größer ist. Wie will man denn künftig sexualisierte Gewalt und die strukturellen Umstände vermeiden, die das Ganze begünstigt haben könnten? Es gibt inzwischen ja ganz klare Regelungen von der Deutschen Bischofskonferenz, die auch in Freiburg umgesetzt wurden, wie mit Meldungen von sexuellem Missbrauch umgegangen wird. Das heißt, es gibt ganz klare Vorgehensweisen, was dann passieren muss. Darunter eben auch die Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlungsbehörden. Und man will dafür sorgen, dass das auch kontrolliert wird. Und dieser Bericht, der heute veröffentlicht wurde, zeigt auch, dass unter Erzbischof Burger das sehr gut funktioniert. Also da gibt es ganz klar das Signal, wir wollen uns halten an die Regelungen, die es gibt. Aber auf der anderen Seite tut das Erzbistum Freiburg auch sehr viel in Richtung Prävention. Man hat ja sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in der Jugendarbeit, da weiter geschult, um sexuellen Missbrauch zu verhindern. Aber auch da sagen die Betroffenen, naja, man muss mal gucken, da gibt es dann Schulungen über ein Wochenende. Aber was bringt das? Man muss dann auch evaluieren nach einer gewissen Zeit, was ist eigentlich daraus geworden? Also wird das wirklich umgesetzt? Führt das wirklich dazu, dass eben kein Geistlicher mehr sexuellen Missbrauch im Raum der Kirchen begeht? Ich glaube, es war auch klar bei dieser Vorstellung heute des Berichts, man wird sexuellen Missbrauch auch im Raum der Kirchen nicht verhindern können. Es wird immer solche Fälle geben, aber es ist notwendig, dass eben bestimmte Regeln eingehalten werden, um dann mit den Tätern, aber an erster Stelle auch mit den Betroffenen umzugehen. Soweit Hans-Michael Ehe von der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch.